Hier entlang. Pheromone. Harley, geht's dir gut? Süße, süße Harley. Dieses Mal bist du ein gutes Mädchen für Mama. Hey, Kinder, spielen wir eine Runde Ene, Mene, Morden. Harley braucht ein Frauengespräch. Sorry, Harley. Ich versuche dich nicht zu kratzen. Ja, willkommen zurück, heute etwas später. Tatsächlich finde ich es relativ lustig, dass der Harley Quinn wird von irgendwas verwirrt oder beziehungsweise von irgendwas unter Drogen gesetzt. Ein zweites Mal funktioniert. Da hatte einer ganz... Alter, wie gut ist denn Catwoman? Die gefällt mir gerade richtig. Neuer Main-Char, Alter. Catwoman macht, ja, das ist, ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, wir sind ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Yay! Also ich habe geguckt, wie viele Kapitel es gibt. Da ich das Spielende ja bereits kenne, aber die Story nicht mehr so zu 100% wird, das ist schon spannend. Heute tatsächlich mal etwas später als 14 Uhr, also wir haben jetzt erst, 14:45 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht bis 14 Uhr schaffe. Da ich erst gestern spät vom Arbeiten kam, es gibt noch kein Netflix, kein Flix im Chill kam. Und ich, deswegen auch heute etwas länger schlaf. Bin ich gar gerade drüber gesprungen. Ah, Gott, jetzt weiß ich auch, spielt die deswegen kein Mensch, weil der super behindert ist, ey. Egal, gewinnen wir so. Easy going. Ja, deswegen. Ivy hat dir wirklich zugesetzt. Oh, es gibt, er gab eine Tiefe auf halbem Weg. Deine Freundin ist Männermordner Vamp. Arkham gab uns so viele Erinnerungen, Selina. Bezaubernde Wachen, nächtliche Pokerrunden, die Zwangsschocktherapie. Oh, stimmt ja. Du wurdest verschont. Dank deines Millionärsgespielen. Ich habe nicht um Sonderbehandlung gebeten. Was eine Mitleidsparty. Du brennst darauf, mir weh zu tun, nicht wahr, Blechmann? Was du verloren hast, bekommst du nicht wieder. Schon gar nicht unter der Gürtellinie. Die arme Harley hat an den falschen Rosen geschnuppert und erleidet jetzt einen Schock. Leb wohl, Püppchen. Halt sie am Leben. Das ist was Persönliches. Harley war deine Freundin, Pamela. Sie liebte dich. Ich habe keine Freunde mehr, Selina. Ich habe nur noch das Grün. Ja, wer hat da wohl an der falschen Rose geschnüffelt? Tatsächlich, ich weiß ja, wie Cyborg sich spielt, gerade aus dem ersten Teil. Deswegen werde ich massiv Catwoman spielen, immer wenn ich kann. Weil ich Cyborg einfach nicht gucken. Wow, was ist das denn, Alter? Ist die Heimerdinger? Und kann ich, ja, Heimerdinger kann halt Pflanze aufstellen. Ich meine nur wegen Turret und so. Okay. Poison Ivy ist einfach mal der übelste Mage. Hallo. Aber ist auch eine gute Logik. So, ja, wir warten mal alle zusammen in Arkham. Und ich bringe euch jetzt um, weil ich ja nur noch das Grün habe. Das hat zwar nichts mit der Sache hier zu tun, aber. Jetzt, Alter, kann das Ding mal aufhören? Okay, was ist mein B? Mal ganz kurz gucken. Wo warst du denn mein ganzes Leben? Ah, der Mauer. Hä, jetzt habe ich das B aktiviert. Das hat mir echt durchgelesen, was die Fähigkeiten von den Helden sind. Ich eine Peitsche? Was sagen die mir jetzt? Alter, Kabumsa, Kabemsa und mit der Mülltonne ins Gesicht. Böses Miet. Oh Lord, das wird jetzt. Nein, ich bin nicht lang genug gesprungen.
Den Super finde ich übrigens schon wieder scheiße, weil der ist einfach so unrealistisch. Ey, jetzt mal ohne Witz. Das ist der schlechteste Super, den ich jemals gesehen habe. Du müsst ja 300 Meter wegstehen, damit das was bringt. Bereit für mehr Fuck, Spaß. Bin ich Angreifer oder Verteidiger? Hast du nichts gegen Narben. Ja, Leute, ich habe jetzt gar nichts angezeigt bekommen, was ich drücken kann. Ja, ich bin im Arsch. Das gewinne ich nicht. Ja, dieses kleine Drecksding, das die da hingelegt hat. Ja, genau. Mhm. Ach. Freunde, wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt wieder. So, da seht ihr doch nochmal den Super. Seht ihr mal, wie gut ich ohne Aufnahme gewinne, ja? Dein Blut ist auf meinem Körper. So viel zu den Gotham City Sirens. Hast du einen Defibrillator? Ja, aber... Nutz ihn. Harley? Und Ali finden, wenn wir zu Brainiac gelangen? Dein Ernst? Sie sind bereits tot. Wieso musst du das sagen? Brainiac sammelt die Besten und wirft den Rest weg. Black Canary und Arrow gehören definitiv nicht dazu. Ein Sympath, dieser Cyborg. Wir sind da. Warte, Harley. Pass auf, dass uns keiner folgt. Nach dir. Bitte. Es ist zu still. Feinde, keine Fledermäuse. Ich habe gerade gesagt, du wärst der Fledermaus loyaler Gang. Er nannte mich paranoid. Aber zumindest hat er zugehört, als ich meinte, Batman würde seine Höhle nicht so leicht hergeben. Deins gehört mir nicht nur das hier, sondern ganz Gotham. Ich muss mit Bane was klären. Von allen Wegen Batman leiden zu lassen, ist dein Schmerz einer meiner Liebsten. Du hast mich nie klein gekriegt. Finde ich ja übrigens mega gut. Ich dachte schon, wir kämpfen das 20. Mal gegen Deadshot. Und da hat das Spiel natürlich wieder angefangen, einen FPS-Drop hinzulegen, das mir ganz übel wird. Vielleicht sollte man aufhören im Hintergrund hier mit den ganzen Effekten, also den Rüstungen und so ein Scheiß. Ich frage mich übrigens, warum die Battle ausgerichtet hier ist, so, das war was anderes. Bane sollte ein ganz einfacher Kampf werden. Ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht dann auch noch gegen Deadshot kämpfen müssen zum 8. Mal. Ey, das ist so, das ist gerade bei mir, also ihr müsst euch nicht wundern, das leckt jetzt nicht bei euch, das leckt bei mir. Und das ist halt das, was ich meinte.
Es ist halt richtig merkwürdig, dass ich in einem Kampf noch richtig gut da bin, alles cool. Aber im anderen Kampf dann plötzlich nur 2 FPS hab. Geblockt, was, deswegen werden wir diesen Kampf schnell hinter uns bringen. Ja, genau, was bist denn du? Bist du der Undertaker oder was? So. Mann, bums dich doch. Der Tod beendet deine Schmerzen. Deine Mutter beendet meine Schmerzen, Alter. Hat dir das auch so viel Spaß gemacht wie mir? Bereit, Brother Eye zu treffen? Wird wirklich Zeit. Das System läuft noch. Brother Eye braucht eine saubere Energiequelle. Eine, die Brainiac nie erreicht. Die Höhle hat Notstromgeneratoren. Das sollte reichen. Victor Stone, der Höhepunkt menschlicher Evolution. Jemand hat einen Bewunderer. Aber deine Menschlichkeit hemmt dein wahres Potenzial. Du musst sie eliminieren. Interessanter Gedanke. Da gibt's nur ein Problem. Ich bin ein Teamplayer und die Menschheit ist mein Team. Aber du bist zu so viel mehr fähig. Schwächen des Fleisches und der Emotionen. Offenbar auch befreit von meinem guten Aussehen und meinem Charme. Wir brauchen diese Notstromenergie. Sofort. Also, Grid, fühlt sich dieser Kampf für dich auch so seltsam an? Jahrelang ruhte ich als Subroutine in deinem System. Als Anomalie. Nie stellte ich mir eine Existenz außerhalb von dir vor. Nun begreife ich meine Perfektion und deine Obsoleszenz. Also wir sind uns einig, dass ich da mit Cyborg spielen muss, oder? Auch wenn wir das verkacken, nehme ich aber wahrscheinlich Catwoman. Mann, ich hasse Cyborg, wirklich. Das ist der behinderte, sagt man nicht, aber das ist der unnötigste Drecks-Champion von allen. Ich glaube, ich lebe im ersten Teil schon so dermaßen beschissen. Guck mal, der Typ haut mir 2-mal eine rein, ich verliere mein halbes Leben. Aha, gebomst. Aha, nochmal gebomst. Aha, schon wieder gebomst. Aha, nochmal gebomst. Aua, was ist denn jetzt so? Der Hurensohn, der nette Junge schießen. Ach, komm. Not even close. Doch gar nicht so perfekt.